mir, wie du schreibst, und ich sage dir, wer du bist, denn wir haben bei uns den bekannten Schriftpsychologen und Graphologen Dr. Helmut Ploog. Dass wir uns sehr freuen. Ich war vorhin auf unserer Facebook-Seite und habe gesehen, da gibt es schon ganz viele Fragen. Die grundlegendste war, was überhaupt macht ein Graphologe? Ja, ein Graphologe, der hat tagtäglich mit Schriften zu tun und versucht daraus die Persönlichkeit abzuleiten. Ob sie gesund ist, ob sie krank ist, ob Persönlichkeitsstörungen vorliegen, ob jemand geeignet ist für eine berufliche Tätigkeit, für einen Job, ob jemand in einer Partnerschaft zurechtkommt. Ach, das ist sozusagen, also man kann Sie auch vor einer wichtigen Heiratsentscheidung zum Beispiel zu Rate ziehen. Könnte man. Könnte man. Weil es steht ja bei einer Heirat viel auf dem Spiel. Ja, ja, klar. Also es ist, leicht Sie meinen, rein, zu spät, wenn man die raus, Unterschrift nicht? Das erste Mal im Standesamt sieht, dann ist es zu spät. Also ja, Unterschrift alleine sagt nichts. Man braucht auch noch Text. Weil der Unterschied von Text zu Handschrift ist, zur Unterschrift ist also entscheidend. Was ist da genau der Unterschied? Das ist nämlich interessant. Ja, die Unterschrift zeigt, wie jemand nach außen auftritt, wie er im Außen gesehen werden will, während die übrige Schrift zeigt, wie jemand wirklich ist. Und wenn die Unterschrift sehr verschnörkelt ist und sehr unterstrichen ist, dann hat jemand eben ein gewisses Darstellungsbedürfnis. Und je mehr Handschrift und Unterschrift übereinstimmen im Duktus, desto integrer, konsistent ist eine Person. Ja. Oh Gott, ich gehe gerade mal im Kopf durch. Ja. Meine könnte schlecht ausgehen für mich. Das ist ja interessant. Hallo, Lore, sagt gerade, Ihre Unterschrift sei genauso wie Ihre... Wie meine normale Schrift. Wunderbar, wunderbar. Da haben Sie ja alles richtig gemacht, ohne zu wissen, was heute auf Sie zukommt, sozusagen. Was genau brauchen Sie, um ein Gutachten zu erstellen? Was untersuchen Sie da? Ich brauche ungefähr eine Seite DIN A4 mit Unterschrift und es kann irgendein Text sein. Also es muss nicht der Lebenslauf sein, soll auch gar nicht der Lebenslauf sein. Irgendein Text flüssig geschrieben und dann wird eben die Schrift betrachtet unter verschiedenen Kriterien. Erstmal 5 Ganzheitsmerkmalen, Rhythmus, der Ablauf, ob mehr die Form oder die Bewegung betont ist und so weiter. Und dann gibt es 20 Einzelmerkmale, also der Druck oder kein Druck. Dann die Lage der Schrift, links oder rechts. Was sagt das zum Beispiel aus? Es gibt ja Leute, die schreiben ganz fürchterlich so nach links. Nach links, ne? Früher in der Schule sagte man, die seien falsch. Was heißt, die seien falsch? Ja, stimmt. Trau ihnen nicht über den Weg, ja, die nach links schreiben. Kinder sind brutal. Können Sie das bestätigen von wissenschaftlicher Seite? Naja, nun, gerne wird in der Pubertät mal nach links geneigt geschrieben. Nicht? Also junge Mädchen schreiben nach links und es legt sich in der Regel dann wieder und sie schreiben dann nach rechts. Der I-Punkt so. I-Punkt ist auch immer so ein großer Kringel. Ne? Ja. Der I-Punkt ist ein großer Kringel. Und es ist eben etwas Kindliches. Nicht? Wenn jemand mit 30, 40 oder 50 noch ein Kreischen als I-Punkt macht, dann ist da eben etwas von der Menschen, Kindheit die der Kelly Family hinterherreisen. Da ist von der Kindheit etwas übrig geblieben. Ne? Ja, da haben Sie völlig recht. Dann ist natürlich, also wir gucken uns am besten noch mal ein Beispiel an. Sie haben ja 2 ganz prominente Beispiele mitgebracht. Ja. Auch aktuell noch dazu. Ja. Nämlich haben wir einen tollen Vergleich zwischen... Die Catherine Middleton und die Diana, Prinzessin also, Diana. Kate Middleton. Ja, wo haben Sie nur diese Schriftprobe, Herr Doktor? Ist sie zum Beispiel ehetauglich? Das wäre ja jetzt ganz interessant. Ich meine, es ist zu spät jetzt, aber... Nee, entschuldige mal bitte, bevor wir da... Was ist das? Wo haben Sie diese Schriftprobe her? Hat die Ihnen mal eine kleine Probe abgegeben? Oder? Nee, die war in einer englischen Zeitschrift abgebildet. Ah, okay. Mhm. Gut. Ja, und ist sie nun ehetauglich? Ehetauglich würde ich... Nicht, jetzt pass mal auf. Hallo? Sagen wir mal so, sie ist sehr ehrgeizig. Ach du meine Güte. Sie ist stolz, dass ihr diese Ehe, was ist denn diese ehetauglich Heirat geglückt ist. Naja, ehetauglich ist schon... Kochen. Ja, ehetauglich. Das ist eine sehr gute Frage. Aber ehetauglich, wenn jemand sich mit niemand verträgt, wenn jemand überall aneckt, einen sehr kantigen Charakter hat oder sehr eigenwillig ist und sich an niemand anpasst, der wäre dann nicht besonders gut ehetauglich. An welchem Buchstaben erkennen Sie, dass sie ein ehrgeiziger Mensch ist? An der relativ einheitlichen Lage nach rechts in dieser Schrift. Und außerdem ist sie, ich war zunächst erstaunt, dass sie sehr intelligent und leistungsorientiert ist und habe dann nachgelesen in ihrer Biografie. Die hat ja ein abgeschlossenes Studium der Kunstgeschichte, hat mehrere Auslandsaufenthalte
und hat dann schon mehrere Jahre in der Firma ihrer Familie gearbeitet. Mhm. Also die ist eine gestandene Frau. Mhm. Und wird mehr vom Verstand als vom Gefühl beeinflusst. Und ja, ist aus ganz anderem Holz geschnitzt als die Diana. So, da haben wir nämlich auch eine Probe. Ja. Aber nicht sehr romantisch, wenn ich der Ehemann wäre. Vor allen Dingen jetzt muss sie da immer in dieser Kemenate sitzen. Jetzt zu spät. Ja. Und rumwarten. Jetzt hängt sie drin. Das ist sehr gut, was Sie da sagen, weil ich glaube nicht, dass sie auf die Dauer als Hausfrau zufrieden sein wird. Die braucht irgendeine Aufgabe. Die, ja, die hat da zu wenig zu tun, natürlich. Ja, natürlich. Auf dem Schloss, ja, meine ich. Ja, klar. Die haben doch genug zu tun, die reisen ja die ganze Zeit rum. Also jetzt hier Lady Di, Lady Di hat eine, ich finde, blumigere Schrift. Ja, die ist sehr weich, dieses Schiff, die ist rund. Da dominiert die runde Horizontale, während bei der Catherine die Vertikale dominiert. Ja. Das sind große Unterschiede. Also ich fand das eine sehr sympathische Schrift irgendwie. Also Sie haben jetzt auch über sie so gesprochen, als hätten Sie auch die Lady Di lieber geheiratet als die Catherine Middleton. Wenn ich das richtig interpretiert habe. Es hängt ja davon ab, was man von einer Ehefrau erwartet. Ja, das ist absolut richtig. Aber ist es denn so, dass Sie sich auch irren können in der Einschätzung? Oder ist das schon sehr objektiv? Also in der Regel wird mir das von den Auftraggebern bestätigt, die ein privates Gutachten einholen lassen. Nicht? Die, die meinetwegen im Zweifel sind über das Verhalten einer bestimmten Person. Also die, bevor sie sich gebunden haben, dann unsicher geworden sind und wollten noch die Meinung von einer anderen Person hören. Also wir hätten mal vor der Wahl vielleicht ein Schriftgutachten von Frau Merkel bei Ihnen machen lassen sollen. Jetzt ist es natürlich ein bisschen zu spät, aber Sie können jetzt uns im Nachhinein sagen, was kommt da noch auf uns zu? Da kommt genau das zu, was wir schon hatten. Ja. Weil die Frau Merkel ist, wie wir hier an der Schrift sehen, auch ehrgeizig. Weniger. Sie ist ein sehr stabiler Mensch und sehr offen und freundlich, aber nicht kämpferisch. Ja, in dem Sinn, sie ist mehr die Ausdauer. Mhm. Und Sie sehen ja, sie schreibt runde Girlanden. Wo sind die Girlanden genau? Wenn Girlanden, man da noch mal das sind so offene Bögen nach oben offen. Sehen Sie okay, das? Also wo ein U aussieht wie ein N. Ja. Mhm. Und dann, aber die Unterschrift ist winkliger als ihre übrige Schrift. Und sehen was Sie heißt das? Sie will winkliger sein, sie will entscheidungsfreudiger sein, als sie eigentlich ist. Im Äußeren, es liegt ihr nicht, härter aufzutreten. Nicht? Ja. Man hat es ja auch gesehen im Wahlkampf, bei den Auseinandersetzungen im Fernsehen. Sie hat einfach nicht gekämpft. Sie ist nicht zum Kämpfen gekommen, weil sie ist sehr, aber sehr offen. Sie sehen das, sehr offen und ausgeglichen und konstant im Verhalten. Ist das jetzt zum Beispiel eine typische Frauenschrift? Können Sie sofort sagen, wenn Sie auf was draufschauen, das hat eine Frau und das hat ein Mann geschrieben? Das ist eine sehr gute Frage, das kann man nicht. Das kann man nicht, weil es gibt Männer mit einem stärkeren weiblichen Anteil und Frauen mit einem starken männlichen Anteil. Okay. Und diese Prozentsätze, also die Catherine hat einen gewissen männlichen Anteil. Wir kommen jetzt zu einem Mann, ob er einen starken weiblichen Anteil hat, das wissen wir nicht. Mal gucken, Papst Benedikt. Mhm. Ich rede mich hier um Kopf und Kragen. Da haben wir auch eine Schriftprobe. Und der, würde ich jetzt mal sagen, das habe ich gelesen, was Sie da zu der Analyse gesagt haben. Das fand ich toll. Der schreibt langsam. Und das stimmt. Das sieht wirklich aus, als ob der langsam und bedächtig schreibt. Der schreibt langsam. Die Schrift ist sehr formbetont. Und er schreibt zum Beispiel Arkaden, also nach oben geschlossene Bögen. Ja. Auch in der Unterschrift, das Ratzinger hier unten, da sieht man das. Das ist N. Nach oben sind Arkaden. Und das Arkaden heißt, steht für konservatives Denken, für Traditionsbewusstheit, für Konventionsbewusstheit. Und es haben ja viele Gläubige gedacht, mit dem Ratzinger kommt jetzt ein moderner Papst an die Macht und es wird sich vieles ändern in der Kirche. Haben Sie gleich gewusst, stimmt nicht. Ja. Ja. Jetzt haben wir aber unsere Unterschriften hier abgegeben. Ja. Also das würde mich jetzt schon mal interessieren. Wir haben ja vorher eine kleine Schriftprobe abgegeben, sowohl Hubertus als auch ich. Und ich halte ja Hubertus für einen Fadenschreiber. Ein Fadenschreiber? Ja. Für einen Fadenschreiber. Nicht ein Fadenschreiber. Fadenschreiber. Gut diagnostiziert, das stimmt auch. Ja, gell? Ja. Und was ist ein Fadenschreiber? Das klingt nicht so wie ein Kompliment.
Sie Fadenschreiber. Also schreibt so, schreibt eben wie ein Faden. Ja, das stimmt. Nicht? Ja. Sie Fadenschreiber. Wie oft so Ärzte schreiben oft so auf Rezepte, wo richtig, man sagt, richtig, wo soll richtig. Man denn jetzt wissen, dass das was Mediton da sind? Aber sagen Sie jetzt nur das Positive, ja? Wir müssen das, können es auch kurz machen jetzt. Also. Ja, also ich, ist es ist nicht, ich war erstaunt über Ihre Intuition und auch über psychologisches Verhalten. Und natürlich über die große Beweglichkeit und Offenheit in alle Richtungen. Ja, das ist doch schon mal gut. Mehr müssen wir eigentlich. Frau Schöneberger. Aber bevor Frau Schöneberger das Schriftbild zur Diskussion stellt, eine Frage: Haben Sie denn Ihre eigene Ehefrau auch noch mal vorher so, Schatz, schreib mir doch mal einen Brief? Und dann war Ihnen der Inhalt völlig egal, weil eigentlich wollten Sie nur gucken, ob Sie, also welche Kriterien man auch immer anlegt, für die Ehe taugt. Waren Sie da so? Ja, bei der ersten habe ich es nicht gemacht. Aber bei verstehe. Gut, dann zu Ihrer Schrift. Ja. Da ist also zu sagen, ganz interessant, die Schrift geht nach oben. Haben Sie das bemerkt? Ja, ich will hoch hinaus. Halt nein, hoch, nein, Sie sind ein Optimist. Das, aha, okay. Sie sind Optimist und auf die Zukunft ausgerichtet und Sie sind ein sehr stabiler und belastbarer Mensch. Unglaublich. Ja, das stimmt. Und wie ist die Diskrepanz zwischen Unterschrift und der Handschrift? Ist das Barbara? Ja. Also nur so ein Smiley oder was ist das? Nee, das, ich habe jetzt diese nicht gemacht. Ich habe noch mal eine zweite Schriftprobe gemacht. Die habe ich jetzt nicht gesehen. Weil ich war mir gar nicht sicher, ob ich das. Ja, das habe ich auch geschrieben. Ja. Das haben Sie auch geschrieben. Genau. Das finde ich schon sehr witzig da unten. Das, ja. Ja, das mit dem Smiley, wenn ich das sagen darf, das war ich nicht. Das war die Werbeagentur. Ach so? Ja. Habe ich Ihnen fälschlich zugeschrieben. Ja. Haben denn Graphologen überhaupt noch Arbeit? Weil es wird ja immer mehr mit Computer geschrieben und immer weniger mit der Hand. Das ist wirklich ein Problem. Weil, aber jetzt. Im Ernst nicht, es beginnt damit praktisch eine Kulturtechnik verloren zu gehen, wenn die Leute nicht mehr richtig schreiben und nicht mehr richtig schreiben lernen. In Amerika ist es ja schon so, dass die alle nur noch Druckschrift schreiben. In Deutschland gibt es auch vom Deutschen Grundschulverband, der möchte jetzt auch, dass die Leute nur noch in Druckschrift schreiben. Aber es ist ja furchtbar. Ja, natürlich. Es dauert ja auch viel länger. Es dauert viel länger und die Schrift hat keinen besonderen Schreibfluss mehr. Und die Schrift individualisiert sich auch nicht so, als wenn man verbunden schreibt. Nicht? Was ist denn für Sie, wo geraten Sie in Verzückung? Wo Sie wirklich sagen, mei, das ist die schönste Schrift, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Gibt es sowas? Das war meine, glaube ich. Das kommt vor, und zwar, wenn man sich zum Beispiel einen Auktionskatalog anschaut, wo Autographen verkauft werden. Da sieht man ja, wird die Schrift von Goethe verkauft, die Schrift von Freud verkauft, da werden die Schriften von, und es ist interessant, die verschiedenen Preise auch zu beobachten, nicht? Mhm. Was der Beethoven kostet oder was der Nietzsche kostet. Nietzsche hat eine sehr gute Schrift beispielsweise übrigens, hat hohes Formniveau, wie wir in der Graphologie sagen. Also ein hohes, eine sehr rhythmische und eine gelungene Formbetonung, wie zum Beispiel mit der Zeffirelli, hat auch eine super Schrift. Also. Gibt es eigentlich in Japan auch Graphologen? In Japan und in Asien ist die Graphologie nicht vertreten, aber die Chinesen beispielsweise lieben Handschriften, lieben ihre Schriftrollen und sind bereit, auch für eine Kopie einer Unterschrift eines Kaisers oder eines Gedichtes, das vom Kaiser vor 300 Jahren geschrieben wurde, sehr viel zu bezahlen. Da schleppen sie große Plakate nach Hause, nur um die Originalschrift dieses Kaisers zu haben. Also die sprechen auch von Tuschespuren des Herzens in Asien, wenn sie... Darauf kämen wir doch nie. Tuschespuren des Herzens. Ab heute Abend eben schon. Ich bedanke mich, Herr Dr. Ploog, herzlich.